Willkommen zurück zu We Happy Few, einer neuen Episode des aufregenden, gestörten Wahnsinns. Wir müssen schlafen und essen. Ich weiß noch nicht so genau, wie weit wir überleben werden und wie lange. Ich habe den Permadeath ausgeschalten. Um, falls wir sterben, dass ich nicht alles wieder von vorne machen muss, wie ich ja letzte Folge schon gesagt habe. Erstellt sich die Welt immer zufällig neu. Das heißt, wir müssten dann. She used to live down the road. I wonder if she's got anything useful. Und dann müssten wir quasi alles neu machen. Ah, Karotte. Zu essen. Hat's gerade gesagt. She must have felt so stupid falling. But she didn't get the safe open. Oh, great. Now I've got a rock. Also sie muss darunter gefallen sein, hat er gesagt. Wir lesen uns mal schnell durch. Lieber Archie, ich zweifle, dass du das jemals lesen wirst. Aber wenn, dann bitte verzeih mir. Ich weiß, du wolltest mir nur den vierten Geschmack. Du wolltest, dass ich warte auf den vierten Geschmack. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich konnte nicht. Das Kotzen war zu schlimm. Aber die Erinnerungen kamen zurück. Sie haben es schreien angefangen. Jeden Tag, immer wieder. Und diese leise Pfeifen. Und diesen schrecklichen Stahlräder jeden Tag. Also sie anscheinend auch runter von diesen Happy Joy Pillen da. Ich höre sie immer noch da draußen. Aber es ist ruhig. Wenn du mit ihnen redest ein bisschen, dann werden sie ein bisschen leiser. Obwohl, wenn du sie anlügst, und dann wissen sie das. Es ist eine Geisterstadt hier. Die Straßen sind voll mit Geistern. Viele von denen sind Freunde. Aber es ist immer noch sehr wenig zu essen hier. Und ich hoffe, mein Geld wird ein bisschen länger halten, um Stripe. Ich hab's in den Safe, um's reinzumachen, aber ich hab den um's zu behalten. Ich habe aber den Schlüssel verloren. Du würdest mich für ein dummes Mädchen halten, für eine dumme Frau. Aber ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich denke, ich kann den Safe hoch zum Dach tragen und dann könnte ich ihn auf den Boden schmeißen. Wenn alles gut geht, will er aufbrechen. Ich wünschte, du könntest mir helfen. Bist so gut im mechanischen Ding. Das ist echt traurig. Und dann ist sie dabei wohl gestürzt. Oh, da fliegt was. Eine Kerze. Sehr süß. Naja, sie hat uns wenigstens was zu essen dagelassen. Wenn man es mal krass sagt. Wir können mal einen verrotteten Pilz essen. Eine Karotte. Auch eine Karotte. Wir haben keine Wahl, wir sind so hungrig. Aber wenigstens können wir hier Geld scheffeln. Und das war das letzte Mal. Wir haben keinen Zerbrochen. Da ist die Brücke, wo wir hin müssen. Okay, hier brauchen wir eine Powerzelle. Oh, jetzt ist da natürlich verschlossen. Unsere. Wir können keinen Dietrich herstellen wahrscheinlich, weil wir keinen. Oh, wir haben noch Metallteile, cool. Uns doch mal ein Dietrich. Joy, ein Scotch und ein Naked. Bloody hell. I've forgotten about the revolvers. I won't be able to get through one of these unless I've had my joy. Komische Brühe hier am Boden.
da vorne? Was ist das? Ein liebevolles Bouquet. Oh, wir haben. Ja, noch mehr? Wir sollten erstmal zurück zum Schlafen. I don't need your pity. It could be worse, I think. Okay. Can't we work something out? No. Oh, the next one might be cool. Inventar voll. Warum? Oh. Was herstellen, damit das Inventar mal ein bisschen leerer wird. Können wir das da oben hinlegen? Wir können so eine Beere essen. Und die Taschenlampe mitnehmen. Noch so eine Grabstelle. Oben würde ich jetzt fast mal nicht gehen. Ich weiß nicht, wer da so alles ist. Ja, und jetzt hauen wir hier ein bisschen ab. Schauen wir mal, ob wir irgendwie nach Hause kommen. So ein Typ. Please don't struggle. Jetzt sind wir ein bisschen ausgerüstet. Oh, da sind wieder welche. Können wir hier noch ein bisschen uns aufheilen schnell. Auf jeden Fall, dass wir nicht zurückkommen. Nehmen wir uns gleich mal wieder was hier mit. Es ist noch ziemlich weit nach Hause. I can't keep doing this. Save a bit for the next minute. Schön die sehr englischen Klippen. Ich finde auch diesen Akzent total süß. Bis ich jetzt mal. Oh, calm down for a minute. Maybe I should sit down for a bit. Oh, maybe I should sit down for a bit. And have a cup of tea. Because I'm English and I need tea every 5 p.m. Oder wie dieser Kollege hier, dieser Eric Little gesungen hat. I'm late for a very important date. I'm late. For a bit. Hat er uns jetzt nicht gesehen? Was? Ach, du siehst auch nicht. Ach so, ich hab denen ja nichts getan, gell? Shit. Ach so, doch.
Es ist vor allem schon wieder früh am Morgen. Elf Stunden sind wir schlafen. Boah, eine halbe Ewigkeit. So, jetzt werden wir hier erstmal ein bisschen aussortieren. Haben wir damit den Alkohol, lassen wir mal da. Das lassen wir da. Nehmen wir mit, die füllen wir uns mal was auf. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Joy nehmen, lassen wir. Joy. Wir nehmen die Joy mal wieder mit. Nähkästchen lassen wir da, das lassen wir hier. Regenmantel lassen wir hier. Überlege ich gerade. Lassen wir hier, das lassen wir hier, die Bandage lassen wir hier, wir haben noch eine normale. Das Brot nehmen wir mit. Lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. Lassen wir hier, den nehmen wir mit, den können wir ausrüsten. Bauen wir hier. Den lassen wir auch hier, da haben wir Platz. Dieses Chaos hier in unserem Inventar, das ist nicht eigentlich. Ist mir egal. So. Wieder raus. So, jetzt merke ich gerade, die Aufnahme hängt ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe nur sicher gehen wollen, dass die Aufnahme auch auf zweifelsfrei funktioniert. Wir müssen uns mal ein bisschen was zu essen noch zu Gemüte führen. Then the hatch. That's awful. Aber wir sind auf jeden Fall nicht vergessen. So, wieder die falsche Taste. Wir müssten mal hier hin zu diesem Grabloch gehen. Ah, die sind sogar ziemlich nah aneinander. Und dann könnten wir diesem Kollegen hier mal diese Nexamide-Pille geben. Das wir laufen jetzt einfach mal in Richtung des Wegpunktes, den ich gesetzt habe. Und es wird auch schon wieder abends, was mich ziemlich nervt, um ehrlich zu sein. Nachts laufen immer diese komischen Typen mit ihrer Helmleuchterin. Pace yourself, Arthur. Fog's probably starting to roll in about now. It gets cold at night this time of year. I don't think I used to do track and field. Wenn hier eine Falle zu haben. Lassen wir erstmal in Ruhe. Hier sind wir da nicht durchgekommen. So, da war das Mikro im Weg. Mal kurz hängen geblieben. Überhaupt richtig? Guess it's just me and the bobbies now. Ja, doch, ich laufe richtig. Wir laufen mal querfeld ein. Maybe I should sit down for a bit.
Keiner legt sich hin. Und der war hier der Meister. Jetzt sind da wieder diese Typen mit ihrer Lampenhelme. So. Meister. Someone threw a whole bunch of medical supplies all around here. I think I must have stepped on an infected needle. Would you help me clean it all up before someone else gets sick? Also, hier liegt lauter so Zeug rum. My fingers in that pond. Won't I get infected too? It's not going to clean itself up. That looks awfully unhealthy. I'm not sure I'd enjoy getting stuck with one of those needles. Also er bittet uns quasi, uns ihm hier aufzuhelfen, zu helfen, ihm aufzuräumen. Und wir befürchten aber, dass wir uns selbst... Au! Oh, lovely. What do you want to bet that was infected? I think the doctor's in town. I think they've forgotten how to cure anyone. They just stick everyone with joy. It won't cure an infection. It won't cure the bloody plague, will it? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt infiziert und ich glaube, wir haben keine Antiseptics. Haben wir sowas? Antiseptik brauchen wir. Verrottete Kartoffel, Scotch und reines Wasser. Wir haben keine zwei Kartoffeln, die habe ich alle gemuffelt. Viel wichtiger war eigentlich, dass wir nicht verhungern. So, wir haben sie gereinigt. Look, a friend of mine buried some nice things by the bloody rock. And I owe you something. You can have them. Which bloody rock? Not the bloody rock. The bloody rock. Das war der Witz letzte Folge. Cutting up those rats. You can't miss it. You can smell it from 50 feet away. And it's got blood and flies all over it. And got blood and flies all over it. Okay, aber wieder die falsche Taste. Wir müssen auf jeden Fall... Hier sind diese ganzen Grabungsstätten, die gucken wir uns jetzt mal an. Hätte ich gesagt... Hier ist was Neues. Ja. Ah, Heilung. Das ist das Baumhaus, wo man früher handeln konnte. Wir sind durstig. Sollten vielleicht wirklich diese Kanne hier erst trinken. Grabungsort. Ah, wir brauchen eine Schaufel zum Graben. Wer hätte es gedacht? Was an diesem Bloody Rock ist. Da müssen wir auch graben. Wir haben keine Schaufel. Okay, Grabungsstätten vergessen wir erstmal. Hätten wir uns denken können, dass man ein Graben eine Schaufel braucht. Gehen wir mal hier rein. At least we're alive. Right. Welcome to the Special Operations Executive. You're the new agent, aren't you? Alfie, what's his name? Great. Here are the other agents. This is Charlie Croker, Jack Carter, Gonville Bromhead, Joe Bandeleur, and Nigel Powers. Das sind alles Puppen, mein Freund. Peachy. Peachy Carnahan. He's been kidnapped, and you have to rescue him. All right? Brilliant. Here's everything you need to rescue Peachy. Also müssen wir jetzt quasi doch die Puppe da aus diesem Haus holen, was ich vorhin schon hatte. So, was hat er denn? Schuhe. Ein Hut. Ein
Undertaker. From Death Valley. Ah, nee, Spaß. You're getting the hang of carrying bodies. Ah, wir können also mehr tragen. Hier können wir mehr schlagen. Mehr rennen. Mehr Rennen gefällt mir. Komm, das kaufen wir. Aber schaufeln wir da auch keine. Ich. Hier waren wir noch nicht. Mal hier hinlaufen. Wenn wir genau diesen hier vorlaufen, müssten wir genau den Weg treffen, wo wir da hinkommen. Die Armen der Patrouillen, das heißt, wir laufen mal ein bisschen abseits. Scheint es hier schon gewesen zu sein. Okay, also wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Nebenmissionen machen. Was haben wir denn hier aktuell? Wir müssen mal diese Puppe finden, denke ich. Haben wir erledigt? Das haben wir erledigt. Get the Dolly. Und Get the Dolly sollten wir als nächstes machen. Irgendwie heilen wir uns nicht mehr von dieser Infektion. Sonst hat man sich selbst noch nach einer Weile geheilt. Scheint gar nicht mehr. Im neuen Update. Ist ein bisschen schade. Wie sollen wir denn so schnell Antiseptiks herbekommen? Antiseptikum. I suppose Clive's got his view now, the little shit. Oh, eine Schaufel. Schaufel ist immer gut. Na komm, wir rennen nochmal schnell dahinter. Essen. Essen gut. Essen wichtig. I don't think I used to do track and field. Ich weiß nicht, was wir damit machen können, aber wir nehmen mal davon auch noch zwei mit, wenn wir schon mal nachts unterwegs sind. Der Hoffnung, ich kann dann mal schlafen. Wir graben jetzt noch diese zwei Stellen hier aus. Und dann schauen wir mal, dass wir schlafen, dass wir wieder tags unterwegs sind. So, jetzt sind wir hier am Bloody Rock. Bloody Rock, das ist hier Grabstelle 1. Das haben sie auch verbessert anscheinend. Ah, die Schaufel ist schon fast kaputt. Gasmaske, British Craftsmanship, Metal Bites und Duct Tape. Also, unsere Haltbarkeit von selbst gecrafteten Gegenständen ist erhöht. Was können wir denn eigentlich für Waffen craften? Pointy Stick. Haltbarkeit unserer Waffe. Ach, die Schaufel ist schon. So, hier war noch ein Schaufelloch.
What did I want to be when I grew up? I can't remember. Wurfwaffen machen mehr Schaden. Und dann hatten wir noch wo eine Grabstelle? Ich rechts von uns hier vorne da. Ja. Ich glaube sonst auch nicht so diese Grabstellen. So. Die Chance sogar gecraftete Gegenstände zu verdoppeln, die Haltbarkeit. Gut. Macht nur Zustand. Rost ich ein bisschen. Oh, das ist cool. Und Rock Enchanted. Oh man, was mal so ein Beil. Okay. Wir rennen jetzt erstmal zurück nach Hause. Maybe I should sit down for a bit. Ich hoffe, der Windows-Sound ist jetzt nicht mit aufgenommen worden, denn mein Windows sagt mir gerade, hier, wir brauchen ein Update. Während ich die Aufnahme laufen lasse, ich hoffe nicht, dass dann hier das System das mit aufgenommen hat, aber falls ja, tut es mir leid. So. Also wir haben nicht die vorteilhafteste Karte erwischt, die es gibt, denke ich, denn wir müssen immer ziemlich weit laufen, um wieder zurückzukommen, denn alles, was actionmäßig ist, ist im Norden der Karte und wir müssen immer hier runter, um zum Weg zu kommen. Es ist ein bisschen ungünstig, aber gut, müssen wir mit leben, ist so. Denken wir erstmal. Bringen wir mal unsere Kannen auf. So. Dann geht's ab zurück in den Bunker. Wir rollen erstmal auf. Gasmaske können wir bestimmt ausrüsten. So, jetzt haben wir die ausgerüstet. Sehr gut. Schaufel lassen wir da, die Metallteile weg, das weg, die weg, das weg, das weg. Wenn wir nur 5 übereinander stapeln. Medizin machen wir mal da hoch. So. So. Das weg. Jetzt habe ich hier rund. Dann eben, das gehört zur Medizin. Aber den vergammelten Apfel. Oh, jetzt ist uns übel. Scheiße. Habe ich auch keine Nexamide-Pille mehr. Macht aber nichts. Das geht wieder von alleine weg, hoffe ich. Die Joy lassen wir immer noch hier und das. Lasst mir mal unsere 6 Stunden. Sehr schön. Keine Lebensmittelvergiftung mehr. Erstmal geheilt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der nächsten Episode werden wir die Dolly-Puppe retten aus dem Haus. Und mal gucken, was uns da so erwartet. Bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls ihr es genossen habt, mir beim Datteln zuzugucken. Tschüss.